Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby. Freunde, der Herbst ist in Berlin angekommen. Merke ich heute. Das erste Mal mit Pullover. War nämlich ein bisschen frisch heute. Aber untenrum ist noch alles in Ordnung. Macht euch keine Sorgen, ne? Meine Frau hasst es, dass ich zu jeder Jahreszeit gefühlt Badelatschen trage. Macht ja nichts. Der Herbst ist angekommen, Freunde. Und der Herbst ist die beste Zeit für Feuerplatten-Action, ne? Deswegen sind wir heute wieder unterwegs im Zeichen von grillrost.com und rocken die Feuerplatte, ne? Wir machen heute ein wunderschönes kleines Bauernfrühstück im Bobby-Style mit einem Flanksteak. Habt ihr Bock drauf? Wie das geht, was ihr dazu braucht, zeig euch jetzt. Zack, Zutaten, Freunde. Es gibt viele Wege zum perfekten Bauernfrühstück. Aber das hier ist meiner. Ich habe hier eine ganze Menge auf dem Tisch. Lasst euch davon nicht abschrecken, das wird schnell, schnell weniger. Wir brauchen natürlich Kartoffeln für ein Bauernfrühstück. In dem Fall habe ich hier festkochende Kartoffeln mal 10, 15 Minuten vorgekocht und dann klein geschnitten. Wir brauchen Eier, 10 Eier, denn wir machen hier ordentlich Bauernfrühstück heute. Ich habe gesagt, ein kleines Flanksteak ist dabei, also 800 Gramm wunderschönes Flank. Wir brauchen Bacon, davon bitte auch nicht zu wenig. 250 Gramm ist gerade die richtige Menge für Bacon. Denn mit Bacon, Freunde, na richtig, schmeckt alles besser. So, wir brauchen eine große Zwiebel, wir brauchen ein bisschen Lauch, der ist aber eigentlich nur dekorativ, der sieht am Ende immer ganz schön aus auf dem Bauernfrühstück. Ja, wir brauchen hier optional noch ein paar kleine Cocktailtomaten, die finde ich auch ganz geil, die bringen ein bisschen Frische rein. Etwas Milch und an Gewürzen von der Spice Bar. Da arbeite ich heute für mein perfektes Bauernfrühstück nur ein bisschen mit Berliner Schnauze, Rührei Deluxe und Graf Koks. Und damit haben wir jetzt eigentlich auch fast alles. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Hier geht ein Wind durch ab und zu. Ich hoffe, das stimmt mit dem Ton. So, noch ein Bierchen. Ja, Prost auf euch. Jetzt müssen wir nur noch die Feuerplatte anheizen, oder? Denn auch zu Bauernfrühstück. Schmeckt jedes Bier besser aus 030 Barbecue Glas. Werbung Ende. Los geht's. Hatte ich eigentlich über meine Cornichons hier gesprochen? Weiß ich gar nicht. Die sind optional. Gurke gehört klassisch zum Bauernfrühstück. Ich mag's nicht so, aber wer es mag, packt sich einfach dazu. Ne? Letzte Vorbereitung, die wir noch machen müssen, ist Zwiebeln schneiden ohne Wein. Im Treppo großer Einsatz und zack, durch. Zwiebel ist geschnitten. Reicht uns so völlig aus. Jetzt kümmern wir uns noch ums Ei. Wie gesagt, ich habe jetzt hier mal 10 Eier von ihrer Pelle befreit. Dazu kommt ein kleiner Schluck Milch. Ja? Der macht das ein bisschen cremiger und ordentlich Rührei Deluxe. Da braucht ihr jetzt nicht sparen, Freunde. Haut da euch einfach mal drin. Zack. So, und das Ganze jetzt nur noch ordentlich durchquirlen. Quirlt euch da einen aus. Ja. Sassi kann besser quirlen als ich, aber ich muss meistens machen. Na, geht doch. Ja? Jetzt mal bitte Hashtag Rührei unten in die Kommentare. So, wir haben eigentlich alles. Ran an die Feuerplatte. So, meine Lieben, Feuerplatte hat Feuer. Ich habe euch die letzten schon gezeigt, wie ich die aufgebaut habe. Video verlinke ich euch gerne nochmal hier oben. Und Freunde, wer mit dem Gedanken spielt, sich eine Feuerplatte zuzulegen, gerade auch für den Winter, der sollte sich das überlegen und er sollte das machen. Feuerplatten sind geil. Guckt euch dieses geile Teil an. Das ist die Feuerplatte mit Gesicht. Grillrost.com liefert da wirklich gute Qualität. Ist einfach ein geiles Spielzeug, Freunde. So, genug darüber geredet. Wir starten durch mit den Bratkartoffeln. Wie gesagt, vorgekochte, gewürfelte Kartoffeln, Öl auf der Platte. Ihr habt hier auch ordentlich Platz, das ist natürlich der Vorteil. Und Kartoffeln dazu. Sehr schön. Erstmal ein bisschen anbraten. Freunde, das Gute am Feuerplattengrillen ist ja, ich sag das immer wieder, euch kann da eigentlich nichts verbrennen. Ne? Ihr schiebt alles in die Mitte, bis da ordentlich Kruste dran ist und dann schiebt ihr das alles nach außen und dann hält sich das auch alles warm. Das heißt, ihr habt auch keine Timing-Probleme an der Platte. Deswegen liebe ich das Ding einfach so. Also wir machen jetzt erstmal die Bratkartoffeln ordentlich braun. Das ist wirklich mega entspannend, Freunde. Wenn unsere Bratkartoffeln die erste Farbe angenommen haben, dann kommen schon unsere Zwiebeln und der Bacon ins Spiel. Schneidet euch auch einfach hier ruf. Komm. Alles mitnehmen. Bacon. Ah. Sehr schön. Und auf der Feuerplatte bitte immer mit Öl arbeiten. Und alles in Bewegung rein. Das ist alles. Mega entspannt. So, zack. Und wenn euch das jetzt alles gefällt im Einzelnen, also die Zwiebeln sind leicht angeglazed, der Bacon hat ordentlich einen abgekriegt, die Kartoffeln sehen gut aus, dann verheiratet er. Also ihr schmeißt das einfach alles schon mal schön zusammen und mischt das einmal durch. Macht euch ein bisschen hübsch. Und dieser Berg des Glückes kriegt jetzt mal eine runde Berliner Schnauze. Damit wir ein bisschen Pfeffer und Rauch dran haben und ein bisschen Graf Koks. Und weiter rühren.
Geil. Und wir sind hier auch schon in den letzten Zügen. Ne? Jetzt kommen eigentlich noch die Tomaten dazu und das Ei. Und nebenbei fangen wir jetzt an mit unserem Flank. Ah, guckt euch diesen wunderschönen Kameraden an. Freunde, Flanksteak, ich kann es immer nur wieder sagen. Es ist eines meiner Lieblingscuts. Definitiv. Da ist jetzt noch nichts dran. Ne? Kein Salz, kein Pfeffer, kein gar nichts. Bisschen Öl wieder auf die Plancha hier. Und dann geht's los. Kruste bringen. Steakmaschine darf arbeiten. Ich habe einen Hunger, ist unglaublich. Und währenddessen kommen noch ein paar von unseren Tomaten hier mit oben rauf. Die können schon mal ein bisschen warm ziehen. Die müssen jetzt nicht braten. Ich mag das gerne, wenn die noch so ja, den frischen Kick reinbringen in die ganze Kiste. Alle bauen wir ja auch nicht. Das reicht, oder? Eine für Koch. Gut. Zack. So, wir gucken mal an unserem Flank. Oh, ich würde sagen, das sieht gut aus, oder? Andere Seite auch ein bisschen Farbe. Gut, meine Lieben. So, die Flanke ziehen wir jetzt mal ein bisschen nach außen. Die kann noch ein bisschen Temperatur nehmen. Und wir kümmern uns ums Ei. Einmal nochmal rühren. Und dann fangt da an, vorsichtig hinter den Kartoffeln das Ei reinzukippen. Das Gute ist, die Feuerplatte läuft in die Mitte. Das heißt, es läuft euch automatisch alles nach innen. Dann müsst ihr jetzt bloß mit dem Rührerchen ein bisschen gucken, dass ihr das langsam verrührt alles. Geht mal, Freunde. Ich würde sagen, das sieht fantastisch aus. Ganz zum Schluss noch ein paar Frühlingszwiebeln rüber und dann ist das auch schon bereit zum Essen. Wa? Wir schneiden noch mal schnell die Flanke auf und dann machen wir Teller fertig. Ah, so, wir kicken mal. Wa? Flanksteak ist mein Favorite, ich sag's immer wieder. So, zack. Oh, das sieht gut aus, Freunde. Und wie immer, Flanksteak, das Steak für die ganze Familie. Ihr habt ein paar Teile dabei, die sind ein bisschen weiter und ein paar, die sind noch nicht ganz so weit. Aber da ist eigentlich immer für jeden was dabei. Oh, herrlich. Und dazu nur noch ein bisschen Graf Koks, Berliner Schnauzer. Ich mache jetzt den Teller fertig. Oh, nee, warte mal. Voll dann. Ah, zack, Freunde. So, ich würde ja mal sagen, das ist ein Frühstück, das kann sich sehen lassen, oder? Ja, da werden wir auch alle von satt. Ich muss jetzt aber noch mal probieren. Also zuerst natürlich unser Bauernfrühstück hier. Super fluffig. Die Zwiebel hat eine leichte Süße. Oh, der Bacon, die Tomate, alles geil. Ein Stück Fleisch dazu, schadet ja nicht. Meine Freunde, ich bin glücklich. Wir werden jetzt essen. Freunde, wenn euch dieses kleine, einfache Gericht gefallen hat, dann ballert doch mal Kommentare. Checkt gerne mal grillrost.com aus. Vielleicht habt ihr Bock auf eine Feuerplatte. Lohnt sich auf jeden Fall. Und ansonsten über ein Like, über ein Abo würde mich sehr freuen. Facebook ballern, Instagram ballern, unseren Shop auschecken. Ihr wisst Bescheid, das war Bobby 03 Barbecue Bauernfrühstück. Ich bin draußen. Wir sehen uns am Grill.